Das sind die Charts am Freitagabend mit Stanford. Ich grüße euch. Moin. Oh, moin, da haben wir den Konstantin, den Christian und den Heiko. Zwei fehlen, ja? Aber die machen auch Musik bei euch. Die machen auch Musik, ja. Die machen jetzt aber gerade Pause. Die machen Pause. Das Album ist doch schon fertig. Das war einer eurer ersten ganz großen Hits hier. For Lovers. Bisschen später kam dann Wishing You Well zum Beispiel. So, und 2012 gibt es was ganz, ganz Neues. Das ist ein richtiger Ohrwurm, finde ich. Learning to Breathe. October Sky heißt das Album, das heute am Start ist, das wir dann auch noch verlosen werden. Jetzt sagt mal, ihr kommt nicht etwa so aus Kalifornien, Kanada, wo man sonst so die ganzen großen Rockbands vermuten könnte, wie Nickelback zum Beispiel. Aber das klingt doch ganz danach. Wie macht ihr das? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das hat natürlich weniger damit zu tun, wo man herkommt, sondern eher damit zu tun, was man praktisch machen will oder wie man musikalisch aufgewachsen ist, welche Musik man gehört hat und was man machen will dann halt einfach. Und ich glaube, wir haben uns einfach gefunden, weil wir einfach ähnlichen Musikgeschmack haben und das Gleiche wollen. Und ja, und dann muss man ganz lange versuchen und irgendwann vielleicht kriegt man was hin. Ihr kommt nicht nur aus Deutschland, sondern, tut mir leid, von der Insel Föhr. Weil das klingt, deshalb, ich mache mich ja gleich unbeliebt. Das ist das Lustige, weil man denkt, jetzt kommt irgendwie so nordfriesische Tralala-Musik irgendwie oder sonst wie. Nein, da wird so gute Rockmusik gemacht auf der Insel Föhr. Ihr seid ja teilweise sogar gebürtig von dort. Genau, also mein Bruder und ich sind da aufgewachsen und bis auf, dass man nicht von der Insel runterkommt nach 7 Uhr, ist es eigentlich relativ normale Jugendzeit gewesen. Also so viel anders ist auch nicht. Ihr habt keine Straßenanbindung, ich glaube auch keine Bahn, ne, die dort fährt? Nee, gar nichts. Nee. Es gibt aber, um die nächste Frage gleich vorwegzunehmen, es gibt Strom tatsächlich auf der Insel. Strom, fließend Wasser? Also Wasser habt ihr ja eh drumherum. Das heißt, mit der Fähre geht es dann immer hin und her. Und ihr habt dort, habt ihr mir schon erzählt, auf der Insel Föhr eine Location und ein eigenes Studio und da wird dann gewerkelt. Genau, genau. Und das Studio befindet sich direkt über der einzigen Diskothek auf der Insel. Das heißt, das ist ein sehr ein Ort, wo die Menschen halt sehr gerne hingehen. Und für uns ganz gut, weil wir können ziemlich laut sein und ziemlich lange machen. Und in der Disco läuft da nur Stan vor? Oder ihr legt da dann zeitgleich dann würde auf? Dann würde keiner hinkommen. Kam dann schon mal so die Anfrage, macht's mal ein bisschen tanzbarer. Also ein paar Einflüsse gibt's da schon in die Richtung, oder? Es hat sich ein bisschen gewandelt, kann man das so sagen? Also ein bisschen elektronischer, dass man vielleicht noch mal an Computer angeschlossen wurde oder so. Also man freut sich natürlich immer, wenn Leute tatsächlich irgendwie zu der Musik vielleicht sogar tanzen, aber das hat man jetzt nicht im Hinterkopf, während man die Musik macht, dass man sagt, man muss jetzt unbedingt irgendwas machen, wo die Leute zu tanzen können. Also wenn das am Ende bei rauskommt, dann ist es wunderbar. Mhm. Was ist euer Ziel? Gibt es da besonderen Wert? Wird auf die Texte besonderen Wert gelegt oder mehr auf die Musik? Wie teilt ihr euch das auf? Also ich glaube, wir legen einfach vor allem großen Wert darauf, dass uns die Musik im Prinzip, wenn sie nicht von uns wäre, selber gefallen könnte. Also dass wir unsere eigenen Maßstäbe daran anlegen und nicht versuchen, uns nach anderen Maßstäben eben zu richten, sondern das Ding machen, was wir selber gut finden und vertreten wollen. Mhm. Das Album am Start, October Sky, und das ist Stanford, wie wir sie kennen, oder gibt es ein paar Überraschungen? Also ich denke, es wird auf jeden Fall ein paar Überraschungen geben. Wir haben uns einige Freiheiten gelassen, die wir uns vielleicht vorher nicht gelassen haben. Es wird natürlich aber auch für die Leute, die letzten Alben gut gefunden haben, Stücke geben. Es ist auf jeden Fall, glaube ich, für viele Leute interessant.